Man und Batman und so. Oh, das ist echt krass. Ja. Und später, da war ich dann, ich weiß nicht, ich glaube 12 oder 13 oder so. Ich weiß nicht, sagt dir das noch was? Chattix und Fox Kids. Nee, das erkenne ich nicht. Das war auf Kabel 1, wenn ich mich nicht irre. War das. Das war immer am Wochenende. Am Samstag und am Sonntag war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und da war das eben in der Früh immer. Das fing so um, ich glaube, 7 oder so fing das an. Mhm. Und das habe ich mir dann immer angeschaut. Chattix und Fox Kids. Und da liefern dann Sachen wie Shaman King und Sonic. Und da lief ja die Sonic-Zeichentrickserie. Mhm. Und was lief da noch? Captain Baloo lief da, glaube ich, noch. Also da liefen richtig geile Sachen. Okay. Vor allem Shaman King habe ich halt geliebt. Ah, sowieso eins meiner absoluten Lieblingsanimes. Nö, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Mm-mm. Musst du dir unbedingt mal anschauen. Unbedingt, ist eine großartige Serie. Okay. Leute, schaut es euch an. Shaman King oder Shaman King. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ganz ehrlich. ist ein großartiges Spiel. Eine großartige Anime-Serie. Mm. Großartig. Aber auch tolle Spiele. Cool. Einfach toll. Ich liebe Shanking. Okay. Musst du dir mal anschauen. Ich habe die komplette Serie auf DVD. Auch nicht schlecht. Ist gut. Guti. Na, das habe ich mir halt dann immer angeschaut. Weißt du, da bin ich dann auch immer so früh aufgestanden und habe mir das da dann immer angeschaut. Mann, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Das waren also noch Zeiten. Ja, das war richtig, das waren schöne Zeiten. Da war man so unbekümmert, weißt du? Keine Gedanken wegen irgendwas gemacht. Alles toll. Auch nicht schlecht. Ah, da beißt wieder was Großes. Ui. An. Schön. Endlich. Ein Schwertfisch. Schön. Das wird aber auch Zeit, dass da wieder was Größeres anbeißt. Mm. Heute habe ich irgendwie nicht so viel. Nee, die Ausbeute ist tatsächlich nicht so gut. Vielleicht ist das Wetter so zu schön. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ganz egal, auch wenn die Ausbeute jetzt gerade nicht so gut ist, das Schiffsticket habe ich auf jeden Fall schon reingeholt. Aber ich glaube, das habe ich schon mit einem Thunfisch. Ja, das kann sehr gut sein. So ein Thunfisch gibt schon einiges. Ich glaube, da gibt sogar irgendwas mit 400, oder? Nee. Oder selbst wenn es 200 sind, sage ich jetzt mal, kein Problem. Auf jeden Fall habe ich das Schiffsticket schon reingeholt. Es wird langsam spät, es ist schon 10 vor 5. Mm. Ja, so langsam, aber sicher. Aber guck mal, wie lange die Energie für das noch reicht, ne? Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil du halt nicht so viele Fische geangelt hast diesmal. Eben, ich habe nur irgendwie nur ein paar, nicht so viele. Apropos, jetzt, wie viel Uhr ist es eigentlich gerade wirklich? Oh, das ist ja. Oh, hör mir auf, ey. Ey, das ist aber erst 20 vor 12. Es fühlt sich für mich an, als wäre es gerade halb 2 oder so. Es ist 20 vor 12 und für mich fühlt es sich auch so an, als ob es irgendwie 3 oder so wäre. Also das erinnert mich irgendwie, sage ich jetzt einmal, ich fühle mich gerade kaputter als nach unserem 6 Stunden Zelda-Marathon.
komisch, ne? Irgendwie ist das bei mir auch gerade so ein bisschen, oh, voll anstrengend. Boah, ey, dieser Zelda-Marathon, hör mir auf, ey. Ui. Bis wann ging der? 2:30 morgens? Ja, ich glaube, das haben wir tatsächlich mal gebracht. Ja, wir haben irgendwie bis 2:30 morgens gespielt, sage ich jetzt mal, obwohl wir beide um 6 Uhr aufstehen mussten. Oh, ja, das war hart. Ja. Ich wollte gerade sagen, gewöhn dich schon mal dran als Vollzeit-Let's Player. Hast du einen Nachtrhythmus und keinen Tagesrhythmus? Ja, allerdings machen die das ja vollberuflich. Das ist ja was anderes. Ich bin kein Vollzeit-Let's Player. Nee, das ist ja klar. Eher so ein Hobby. Teilzeit. Ich glaube, das wissen noch alle, die dich gucken. Sollte man. Ja, definitiv sollte man das. Ich mach's ja nicht aus jobtechnischen Gründen, sondern einfach weil Hobby und so. Ja. Weil Spaß und so. Weil sinnloses Rumlabern und so. Richtig. Oh, voll gedisst hier, ey. Boah, das war der Diss hoch 10. Ja, aber wie? Caillou, du bist überhaupt nicht cool. Wenn ein Mann dich sieht, dann wird er schwul. Ey, was willst du mir sagen? Ich schlag dich gleich in den fetten Wagen und dann wirst du von mir gemobbt und dann wird hier erstmal ein bisschen gefoppt. Ich hätte begraben noch gebracht, das wäre dann dreifach gewesen. Ach so. Was willst du mir sagen? Es gibt nichts zu beklagen. Ich werde dich begraben. Keine Ahnung. Ich schlag dich in den Wagen. Ja, Wagen, genau. Und fahre dich nach Hagen. Dort wirst du dann von Meerschweinchen gefressen. Und die kotzen dich aus in Hessen. Oh Gott, wie bescheuert. Ja, diese Firma hat mich gleich gefeuert. Ja, hier kommt ja gleich mein Lieblingsspruch in letzter Zeit. Oh, mein Lieblingsdiss. Oh. Ey, yo, Caillou, ey. Ich stampfe dich in Grund und Boden und zerquetsche dich mit meinem Hoden. Ich liebe diesen Reim. Boden und Hoden. Der ist... Ja, das ist natürlich... Er ist dumm Boden ohne Ende. Boden. Ja, der fast ist dumm ohne nicht. Ende. Fast gar nicht. Ah. Herrlich. Ey, yo, Caillou wird hier übelst gemobbt und danach wird Harvest Moon gezockt. Und ich werde echt bekloppt. Und draußen läuft irgendein Gesocks. Das reimt sich jetzt aber gar nicht mehr. Und meine Lieblingsblumen nennen sich Vlogs. Ja, gibt's tatsächlich. Und ich hab einen Penis. Das reimt sich ja eigentlich auf Penis. Alles! Nee. Alles. Was denn? Alles. Alles reimt sich nicht auf Penis. Natürlich, alles. Nein. Es gibt nichts, was sich nicht auf Penis reimt. Penis passt überall. Penis. Ich weiß ja nicht. Ich bin für Klitoris. Oh nein, jetzt wird es... Ja, das reimt, darauf reimt sich auch vieles. Ja. Oh. Niveau. Kennst du dieses... dieses Lied, sage ich jetzt mal, das ist noch von früher, keine Ahnung, wie alt ist das, sage ich jetzt mal, das haben wir früher immer gesungen. Der Penis vom Denis, der stinkt das so. Der stinkt das so. Hier, Bahnhofsklo. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Wie kann man dieses Lied nicht kennen? Nee. Die Uschi von der Muschi, die Muschi von der Uschi, die stinkt das so. Die Klitoris von der Doris. Der Schwanz vom Franz. Ich hätte jetzt... Kennst du nicht? Nö, kenn ich echt nicht.
Meine Herren, wie kann man dieses Lied nicht kennen? Tja. So, ein bisschen Niveau hier wieder, aber also wirklich. Entschuldigung, ich brauche gerade keine Hautcreme. Mhm. Ah doch, wobei, doch, ich habe in letzter Zeit echt trockene Hände. Aber da würde ich nicht Niveau nehmen, sondern irgendwas. Habe ich aber wirklich, ich sollte mir da echt mal was draufschmieren, ganz ehrlich. Wenn wir damit jetzt mal ernst reden wollen. Ich sollte mir da wirklich mal was draufschmieren, weil... Body Butter vom Body Shop, kann ich nur empfehlen. Keine Ahnung, irgendwas sollte ich mir wirklich mal draufschmieren, weil mir die Hände reißen. Ja, das Problem kenne ich. Die sind relativ trocken gerade, sage ich jetzt mal. Und mir reißen die sogar tatsächlich. Also ich hab deswegen schon mehrere Wunden jetzt an den Knöcheln vom Finger. Ja. Von der Hand, sage ich jetzt einmal. Mhm. Weil mir da die Haut reißt. Weil sie so trocken ist, sage ich jetzt einmal. Ja, dann musst du übel. Sie echt mal eincremen. Das ist in letzter Zeit echt übel bei mir. Aber wie gesagt, das Problem kenne ich auch. Besonders wenn du viele Kartons auspacken musst und so. Oh. Mhm. Ja, aber so stark hatte ich das noch nie, ehrlich gesagt. Was willst du denn da angeln? Ja, einfach gerade noch ein bisschen ein paar Stinte für meine Mizi und den Panda und so, weißt du? Und den Schildöte. Ja. Einfach, dass die ein bisschen was zum Essen haben, weißt du? Mhm. Bisschen was auf Lager, sozusagen. Mensch, du hast echt viel Energie noch. Ja, ich habe ja gerade mein Sandwich gegessen. Ach ja, stimmt. Hm. Die Sandhexe. Ich hätte jetzt gerade echt Lust auf so ein Sandwich. Hm. Oh, ich glaube, das kann ich mir morgen mal zum Frühstück. So ein geiles Sandwich jetzt mit Putenbrust oder mit einer Hähnchenbrust drauf. Hm. Dann noch geiler, knackiger Salat obendrauf. Oh. Hm. Dann noch irgend so eine Steaksoße, sage ich jetzt mal, übelst geil. Also nicht so ein aus dem Sandwich-Toaster, sondern so ein frisches. Ja, so ein frisches. Mhm. So ein frisches Sandwich, das wäre jetzt was. Ich glaube, ich mache mir morgen mein Brot im Kontaktgrill. Mhm. Lecker. Ich weiß nur nicht mal, was ich jetzt morgen essen soll. Weder was ich frühstücken bzw. Mittag essen soll oder so. Ich habe ja morgen frei und habe nichts mehr im Kühlschrank. Ich habe alles gegessen. Oh. Okay. Und das passt eigentlich perfekt, sage ich jetzt mal. Jetzt ist alles leer und ich kann halt wieder frisch einkaufen gehen. Hm, auch nicht schlecht. Ich habe auch kaum noch Obst oder so. Muss ich mir auch wieder kaufen. Nee. Habe ich auch nicht mehr so viel. Ich habe noch total viel im Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst essen soll. Nee, ich muss da mal gucken. Aber so ein Sandwich wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Warum eigentlich nicht? Ich könnte mir so ein Sandwich mit Chicken McNuggets machen. Das ist übelst geil. Tatsächlich. Ja, habe ich mir früher mal für die Arbeit gemacht. Mhm. Da habe ich mir so ein Baguette, sage ich jetzt mal, genommen. Habe das so, habe das geteilt. Mhm. Und habe halt da meine Chicken McNuggets drauf. Und frischen Salat und Tomate und Gurke und so. Okay. Und Mayo habe ich drauf. Und das hat halt übelst geil geschmeckt. Mhm. Und das konnte man halt warm und kalt essen. Wenn du es noch frisch gegessen hast, dann war halt der Salat noch richtig knackig und so. Und kalt konntest du es halt auch übelst genial essen, weil es einfach super lecker geschmeckt hat. Ja. Ja, warum nicht? Mhm. Nee, es war echt lecker. Mhm. Vielleicht mache ich mir das morgen, keine Ahnung. Ich muss sowieso überlegen, weil... morgen ist wieder Markt bei euch. Hast du deswegen immer mittwochs frei in letzter Zeit? Oder ist das Zufall? Nein, ich habe eigentlich grundsätzlich mittwochs frei. Echt? Ja, das habe ich in der Arbeit mit meinen Leuten hinten ausgemacht. Dass ich eigentlich immer Mittwoch frei habe, damit ich auf den Markt gehe. Ach so, sehr cool. Mhm. Ich hab das mit denen abgemacht, habe ich gesagt, Leute, seid's mir nicht böse, aber bitte Mittwoch. Weil dann kann ich immer gleich schön auf den Markt gehen. Und du bist der Einzige bei euch, der auf den Markt einkaufen geht? Irgendwie schon. Hm. Und deswegen
habe ich da eigentlich so gut wie immer mittwochs frei. Ja, cool. Samstags ist zwar auch Markt, Samstag ist der große Markt. Mhm. Mittwoch ist der kleine, Samstag ist der große. Samstag habe ich aber ungerne frei. Einmal, weil der große Markt ist saugeil. Der ist übelst geil, muss man sagen. Da ist ja noch mehr dran. Da gibt's dann auch, da ist dann auch so ein, was ist denn das? Grieche, glaube ich, ist es. So mit Cremes oder was? Ja, mit Tzatziki, ja. Und gefüllten Antipasti. Paprika und gefüllten Peperoni und so ein Scheißdreck da. Ja, Antipasti-Kram halt. Und da gibt's halt übelst viel. Dann gibt's da noch einen fetten Bratwurststand. Und und du hast deswegen nicht gerne da frei, weil du dann noch mehr Geld auf dem Markt lassen würdest, oder was? Nein, ich hab ich hasse Samstag frei, weil Samstag. Ach so. Weißt, Samstag frei ist zwar cool, weil Wochenende? Zwei Tage dann so frei, genau, Wochenende und so. Mhm. Aber mag ich nicht. Du hast lieber einen Tag in der Mitte frei. Hab ich viel lieber. Weil ich es einfach nicht mag, von Montag bis Freitag durchgehend so zu arbeiten. Ich mag das nicht. So, okay. Das ist das Problem. Ja, jeder so, wie er es mag. Ne? Ich finde so ein Wochenende eigentlich ganz schön. So zwei Tage hintereinander finde ich besser als ja, ein klar. Tag. Ja, das ist ja cool. Sag ich ja nichts. Das ist ja gut. Aber ich mag es halt nicht, so lange darauf hin zu arbeiten. Weißt, fünf Tage. Ich hab's da lieber, dass ich währenddessen eine Pause machen kann. Das mag ich persönlich einfach lieber. Und deswegen sind Mittwoch und Donnerstag schon immer meine Lieblingstage gewesen. Mhm. Weil Mittwoch arbeitest du zwei Tage, hast dann freien Tag und dann nochmal drei Tage. Das ist cool. Ja, und Donnerstag halt Donnerstag andersrum. Ja. Genau. Ist saugeil, mag ich total. Ja, und hier, jetzt seit ich eben hier wohne, habe ich halt am liebsten Mittwoch. Am Mittwoch. Wegen dem Markt. Genau. Ja. Das ist plausibel. So. Wir können uns jetzt auf jeden Fall mal schlafen legen. Oh ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir alle. Was ich jetzt Kohle verdiene. Ja. Oh. Ja, du 11.000. Puh, ist okay. Das war gar nicht so schlecht. Ist okay, würde ich jetzt mal Wie sagen. Wie hast du das denn angestellt? Naja, viel durch Tiere. Ja, oh, trotzdem. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, edles Sandwich von meiner Vivi. Das ist schön. Okay. Dann wollen wir noch kurz mit meiner Marlene spielen. Na. Da. Rassel, rassel, rassel. Ich muss, wo es mir jetzt gerade auffällt, oder besser gesagt einfällt, ja. Ich muss unbedingt mal wieder meine Maus hier dabei haben. Ja. Ich muss Marlene unbedingt hier mal wieder dabei haben bei Harvest Moon. Musst du sie mal wieder fragen. Ich glaube nämlich, ich weiß gar nicht, ob sie so in der Aufnahme schon jemals das mitbekommen hat. Wie meinst du? Ja, ob sie das Kind schon mal gesehen hat in der Aufnahme. Ach so. Ich weiß, dass sie es halt so gesehen hat, sage ich jetzt mal, als Aufnahme, wenn wir zwei gespielt haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sie selber schon mal dabei war. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Dann musste sie den Sprachpart des Babys übernehmen. Geil. Na komm, Luna. Führ uns ein Kunststück vor. Du kannst das. Wenn sie Yay! Lust hat. Ja. Großartig. Hast du gut gemacht. So, Chip, du bitte ebenfalls. Yay! Supi, 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 supi. Und Saphira, du darfst ebenfalls. Ja, habe ich ja damals den Panda nach dir benannt. Ich glaube, wenn ich dich damals schon besser gekannt hätte, sage ich jetzt einmal, wenn man das überhaupt kennen nennen kann, sage ich jetzt einmal,
Dann hätte ich den Panda Caillou genannt. Aber jetzt heißt er halt Saphira. Und Saphira ist ein schöner Name. Ich finde, Saphira passt besser zu einem Panda als Caillou. Ja, er passt auch ziemlich gut, sage ich jetzt einmal. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, Saphira passt einfach zu einem Panda. Stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn jetzt nur unter Saphira kenne, aber ich finde einfach, der Name passt. Ja, doch, finde ich auch. So, dann wollen wir hier jetzt mal kurz speichern. Wunderbar. Goodie. Okay. Und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part können wir wieder ein bisschen unsere Tiere versorgen. Und ja, ich hoffe mal, dass es relativ bald soweit sein wird, dass das untere Feld, das Ackerfeld eben fertig ist. Dann können wir nämlich wunderbar diese Blütenpracht bewundern. Oh ja, das ist cool. Ja, und vor allem, man muss ja bedenken, wir haben jetzt das Geld. Wir können unser Haus ausbauen lassen. Yay. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal toll. Also gut, Leute, das war der Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.